Tibi, go away! Oh. Okay. Ich glaube, wir sind ein bisschen falsch geflogen. Oh Gott. Hallihallo und damit auch mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen wunderschönen Runde Happy Wheels am Dienstag und Playcount natürlich und Today. Wir machen jetzt immer Today, weil irgendwie Today am geilsten ist, würde ich mal behaupten, ne? Und es ist jetzt gerade 13.15 Uhr, habe ich auch nicht mehr lange gesagt bei meinen Happy Wheels Parts, wie viel Uhr es jetzt überhaupt ist. Aber, wie gesagt, tagesaktuell und ich würde mal meinen, das ist super duper. War das jetzt ein Rope Swing? Shift und nach oben. Okay, okay. Oh, das geht ganz gut eigentlich. Einfach rüberfallen lassen. Super duper. Oh, das geht sogar richtig gut. Oh, nee, nicht festhalten. Aber es verschwindet ja sowieso. Nein, 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 nein. Nein, oh. Das hat er gut gemacht. Das hat er ja richtig... Nein. Aber das Level hat er sehr gut gemacht, muss man dazu... Irgendwie geht mein Escape nicht. Weshalb auch immer. Restart. Okay, dann wow, festhalten. Aber das Level hat er sehr gut gebaut, muss man dazu sagen. Ich mag auch die Farben Rot und Blau. Ist ein bisschen schön, oder ist schön. Meiner Meinung nach, ne? Da möge ja jeder was anderes verstehen, aber oh. So, da haben wir uns diesmal perfekt festgehalten. Und, oh. Nein, nein. Sowas ist natürlich immer problematisch, das muss man einfach kennen. Und, wieso geht die Escape-Taste nicht? Ich verstehe das nicht. Ich werde nach diesem Level, glaube ich, nochmal meinen Browser reloaden oder, keine Ahnung, vielleicht liegt das einfach am Level. Aber meine Escape-Taste geht nicht und das mag ich nicht. Oh, oh, das war ein bisschen knapp, Leute. Aber nur ein kleines. Oh ja, genau. Ich werde einfach fast komplett durchgebuggt. Oh ja. Jetzt haben wir uns da festgehalten. Werden wahrscheinlich mit dem Schwung rüberkommen. So, haben uns auch hier festgehalten. Das zieht uns jetzt nach vorne, würde ich mal meinen. Und... Oh! Genau! Genau! Einfach viel zu viel Schwung und wir sterben. Escape, das geht immer noch nicht. Aber ich will das jetzt nicht nochmal versuchen, weil... Es ist echt ärgerlich, Leute, aber... Ist doch scheißegal. Ultra fetti Jetrap. Das spielen wir jetzt. Oh ja. Cannonball. Oh yeah. Aha. You know what it is. Aha. Okay. Okay. Es geht einfach weiter. Mit der Cannonball. Könnten wir es schaffen. Aber meine Escape-Taste geht einfach komplett nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich mache hier gleich. Ich mache jetzt einfach mal ganz kurz einen Cut rein und dann versuche ich das jetzt nochmal zu beheben. Bis gleich. So, da bin ich wieder nach dem kurzen Cut und ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich saß hier jetzt irgendwie um die 10 Minuten dann, nur um zu schauen, ob meine Escape-Taste jetzt überhaupt funktioniert. Die geht, aber wird irgendwie in meinem kompletten Browser gar nicht erkannt, weshalb auch immer. Und dann würde ich jetzt einfach mal meinen, machen wir einfach mal weiter. Muss ich halt eben immer unten auf Menü klicken, was ein bisschen aufwendiger ist, aber ist ja egal. B und W Level Original. Okay, ja, von diesen komischen Typen, von so einem Russen wahrscheinlich. Hey, welcome to my B and V Level. Oh, nee. Alter, das ist ja nervig. Nervig, wenn man Escape echt nicht drücken kann. Das ist echt so schlimm. Ja, genau. Bei solchen Sachen brauche ich dann immer 1000 Jahre. Nervig. Auf jeden Fall. Wie soll das denn gehen? So, Restart. Da darf man wirklich keinen Fehler machen. Oh, oh, oh yeah. Und es ist noch ein bisschen laut, habe ich gemerkt. Ah, nee. Wenn ich das jetzt hier unten einstelle, dann seht ihr das. Aber... Da muss ich noch einen Cut reinmachen. Okay, dann nur ein ganz, ganz kurzer Cut. Die Folge der Fehler, aber der Cut ist jetzt auch wieder vorbei und es hat echt nur ein paar Sekunden gedauert. Ja, dann machen wir jetzt hier nochmal das Level hier. Minigames and Fix, oder, okay, das End habe ich jetzt rein
interpretiert, ne, aber ist ja auch egal. So, 25 Balls. Also hier muss man immer nur fallen. Ist ja im Prinzip eine easy Nummer, ne? 50 Balls, da verkacke ich schon irgendwie. Okay, 100. Ich will mal sagen, easy going. Die haben wir gleich auch überquert. Hier 150. Einfach durchfallen. Well done. Dann haben wir das zweite Level. Mini Dot Challenge. Okay, hier muss man eigentlich nur durchfallen. Leute. Ach nee, mein Arsch. Oh, nee. Das sind auch nervige Teile, aber da kommen wir durch. Ich lass mal locker. Ich lass mal locker, ich tue gar nichts. Ist besser. Oh, oh. Einfach in der Mitte bleiben. Oh, oh nee. Nein. Nein. Nee. Aha. Das spiele ich jetzt aber nicht nochmal. Einfach als Protest. Oder gegen Protest. Da machen wir Gravity Bug. So, can you jump across? Can you do it? Can you do it? Okay. Hier muss man das anscheinend schaffen. Restart Level. Mit diesem Bug halt, den man da hat. Oh, nee. Ja, Escape plus R. Ja, wäre echt geil, wenn das gehen würde, ne? Oh, jetzt kann man aber hier mal meine Skills testen. Ne, wie geht das denn? Mann. Kann man echt so weit fliegen? Naja, ist ja ein Bug, ne? Also muss es ja eigentlich gehen. Ich weiß gar nicht, wie man den gut macht. Ich weiß, dass man so rechts-links machen muss, aber nicht, wie es irgendwie wirklich funktioniert. Das war ja irgendwie jetzt voll billig. So, und. Oh nee, das war scheiße am Ende. Total scheiße. So. Meine Tasten wurden komplett nicht erkannt. Geil. So, jetzt aber. Okay, das ist eigentlich schon richtig verkackt, aber ist mir egal. Und so sind wir fast am weitesten geflogen. Im Ernst jetzt? Okay. Ich muss diesen Bug verstehen und dann können wir das schaffen. Das gerade eben mit diesem billigen Anschwung war weiter. Ich kann es kaum glauben. So, und... Wie geht das denn? Wie kann man so gerade fliegen, Leute? So. Ich würde auch sagen, noch zwei Versuche. Okay, das war so scheiße. So, rückwärts einfach mal alle Dinger einsammeln. Oh, nee. Nicht mal dann darf man es schaffen. Diese Wichser. So, und. Oh, das war schon gut. Das war schon richtig gut. Alter. Oh, Timmy, du gibst mir einen richtigen Antrieb. Oh, nee. Oh, nee. Oh, fuck, was mache ich denn da? Jetzt seht ihr einfach mal das, was da oben steht. Okay, kann man auch machen, natürlich. Das ist echt die Folge der Fehler, würde ich meinen. Aber gut. Ja, normalerweise gehe ich nicht an die Maus, aber ich bin gerade gegen Scrollrad gekommen, weil ich halt immer so tippen muss. Oh, Mann. Ich habe halt so einen bestimmten Bereich angewählt, der aufgenommen wird. Müsst ihr doch verstehen, ne? Oh, Mann! Stirb! Ich mache das jetzt nicht nochmal. So, dann sag ich einfach mal raus hier. Und wir spielen MLG Impossible. Impossible. So, zack. MLG. What the fuck? Okay. Für so ein Level bräuchte ich eigentlich meine Escape-Taste, aber gut. Alter Schwede. So, ich glaube mal an den Charakter, der wäre ganz gut. Aber wer ist denn dafür gut? Rasenmäher. Er zerfetzt die Dinger einfach. Alter, die Dinger sind so schrecklich, Leute. Oh mein Gott. Okay, Pogoman. Wo ist der Pogoman? War da? Nee. Egal, wir schaffen das. Alter, wie soll man das schaffen? War da? Bitte. Oh, okay. Oh, nee. Alter, ich bring mich einfach selbst um. So geht das. Ich weiß doch ganz genau, dass der Pokémon nicht was für mich ist, aber wir müssen ihn trotzdem nehmen. Oh, nee. Der muss wirklich, glaube ich, da durchflutschen.
Vor allem, das ist richtig fies, dass er uns nicht mal eine Angabe gibt, mit welchem Charakter man das machen soll. Verdammt. So. Wieder ein bisschen näher ran da. Ich glaube, so ist es perfekt. Nee. Aber das sieht schon besser aus. Was meint ihr, Leute? Was meint ihr? So. Oh, scheiße. Ich muss da wirklich so perfekt durchflutschen. Und dann haben wir das. Dann haben wir das wirklich. Oh, Alter, ich bin ja nicht mal geflogen. Was soll das denn? Aber wieso gehe ich immer auf Change Character? Das ist so schrecklich, Mann. Okay. Alter, ich flieg da gar nicht. Ich fühle mich gerade richtig verarscht. So. Seht ihr? Das ist immer gar nichts. Wie soll ich da durchkommen? Das zerfetzt einen einfach, wenn man einmal dagegen kommt. Ich versuche das jetzt nicht noch einmal. Ich bin einfach schrecklich in diesem Spiel. Und dann sage ich einfach hier, Impossible 900.000, keine Ahnung, 9 Millionen wahrscheinlich, egal. Oh ja. First try. Okay, in diesem Spiel bin ich dagegen ein Pro. Okay. Fly like. Okay. Hind grab Timmy and Tim touch the boost. PS press set first. Oh, okay. Timmy, go away. Oh. Okay. Ich glaube, wir sind ein bisschen falsch geflogen. Oh, Gott. So. Timmy, mit dir fliegen wir. Fuck. Hä? Wie bin ich da reingebackt? Leute, nein! Nein! Hey, wie ist das denn gerade passiert? So, und Timmy. Ich muss Timmy graben. Ich krieg Timmy nicht. Timmy. Timmy! Timmy! Timmy? 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 Das ist so unfassbar. Okay, so geht's auch, oder? Nö, anscheinend nicht. Timmy, Alter, jetzt komm her! Nö, ich darf. Oh, hab ich ihn? Nee, hab ich nicht. Alter, unfassbar! Wieso geht das nicht? Oh, warte. Wir wurden gegrabt. Resume. Oh, yeah! Okay. Okay. Oh. Okay, ja, es funktioniert nicht so, wie es, glaube ich, funktionieren sollte. Obwohl, wir fliegen. Oh, yeah. Hä? Kann mir einer erklären, wieso wir gerade nicht aufgeplatzt sind? Wir sind volle Kanne aufs Ziel gefallen. Okay. Ich würde meinen, das haben wir auch nochmal easy, locker geschafft. Dann spielen wir jetzt nochmal zum krönenden Abschluss. Sartshoot Version 1. Okay. Oh Gott. Oh yeah. Und du auch noch. Oh fuck. Hä, wir haben den unten erwischt. So, oh fuck. Nein. Das ist so schwer. Und oh yeah. Oh yeah. Ja, alle sind tot. Win. Hallo. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, beenden wir die Folge einfach mal hier. Ich würde mich natürlich über eine wunderschöne Bewertung von euch freuen. Und ja, dann sage ich mal tschüss, reingehauen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.